So, was mache ich denn jetzt? Du bist neu in Arma 3 und weißt nicht, was du machen sollst? Dann mach dir ein neues Profil mit einem dämlichen Namen für Altes Life, denn die anderen Mods sind nicht für Yellow From the Egg. Alter, Scheiße! Alter, ist das laut hier! Damit dir nicht der Kopf wegfliegt, solltest du den Sound leiser stellen. Ja, witzig! Wo? Nachdem du das geschafft hast, kannst du auch schon sofort weitermachen. Ja, warte! Ich bin nicht so schnell! Ich verstehe nicht! Listen and repeat. Damit dir nicht der Kopf wegfliegt, solltest du den Sound leiser stellen. Damit dir nicht der Kopf wegfliegt, solltest du den Sound leiser stellen. Damit dir nicht der Kopf. Du bist neu in Arma 3 und weißt nicht, was du machen sollst? Oh Gott, das kann ja was werden. Ja, Mann, überspringen! Den Sound macht man in den Einstellungen leiser. Unter Audio, Effekte. Warte. Ach da! Ja, danke, du Arschloch. Nachdem du das geschafft hast, kannst du auch schon sofort weitermachen. Hierzu gehst du auf Spielen, Multiplayer und befindest dich nun in der Serverliste. Vorher musst du natürlich das Bootcamp überspringen. Oh Gott, verdammt! Jetzt musst du einfach unten links im Filter Altes Life einstellen und dir einen gut besuchten Server aussuchen. Der. Achte bitte darauf, dass du nicht aus Versehen auf Team Elan landest. Dann kann auch nichts schief gehen. Wer dann den? Überleg nochmal. Sag mir doch welchen! Welchen jetzt? Verdammt, nochmal. Wenn du dich nach mehreren Minuten immer noch nicht entschieden hast, dann geh doch einfach auf Zockerbude. Hier spielen alle Leute drauf, die keine Ahnung von einer guten Alteslife-Atmosphäre haben. Also genau richtig für dich. Naja, du mich auch. Na gut, nehm ich. Nun befindest du dich im Spiel auf der schönen Insel Altes in der Mega-Metropole Kavala. Eine kurze Anleitung zur Steuerung. Auf Z befindet sich dein Spielermenü, auf I dein Inventar, auf M eine Karte plus Informationen zum Server, auf X hockst du dich hin, auf R setzt du dich hin, auf Raute salutierst du, auf V versuchst du zu hüpfen, auf Shift der Taste hüpfst du und das Allerwichtigste, auf Caps Lock redest du mit deinem Kameraden. Wie? Was jetzt? Welche Taste? Hä? Auf Z befindet sich dein Spielermenü, auf I dein Inventar, auf M eine Karte. Um ein wirklich erfolgreicher altes Life-Veteran zu werden, solltest du dir als erstes einen Rucksack besorgen, dann ein Quad mieten, um dann Pfirsiche zu pflücken. Wenn du schon ein bisschen Geld gesammelt hast und dir ein bisschen Ausrüstung leisten kannst, geht es nun daran, mit deinen Mitstreitern zu interagieren. In altes Life gibt es 4 Fraktionen: die Guten, die Blöden, die ganz Doofen und die Hilfsbereiten. Mit anderen Worten, die Zivilisten, die Rebellen, die Polizei und den ADAC. Wenn du Rebell sein willst, dann kannst du auf Roleplay verzichten, da die das eh nicht beherrschen. Wenn du Polizist werden willst, dann hast du den Schuss noch nicht gehört. Und wenn du dem ADAC beitreten willst, dann mach das aber, nerv mich damit nicht. Also bleibst du Zivilist. Und wenn du wegen Roleplay hier bist, dann bist du ja schon mal falsch. Oder zumindest zu spät dran. Ja, und was mache ich jetzt als Zivilist? Um als Zivilist nicht in der Masse unterzugehen, suchst du dir erstmal Freunde. Am besten stellst du die Suche mit Geschick und Feingefühl an. Hey, du, Martin? Ja? Willst du mein Freund sein? Sorry. Sekunde. Nein, danke. Dämlicher Name. Schade. Willst du für 50k mein Freund sein? Für 50k? Moin. Ja, na moin. Ja. Da, ich bin noch ganz neu hier auf Altes. Jo. Und ich suche noch einen Kumpan, mit dem ich ein bisschen was starten kann. Vielleicht ein bisschen Pfirsiche sammeln oder so. Pfirsiche sammeln? Bisschen Kohle machen? Hast Bock zu? Jo. Ich bin hier mit meinem Quad. Das ist dein Quad hier, du. Jo. Nice. Früher oder später wird der Zeitpunkt kommen, an dem auch du mit dem Gesetz in Kontakt kommst. Hierbei ist es zu beachten, dass man cool bleibt und dem Polizisten freundlich entgegentritt. Ganz nach dem Motto, die Polizei hat immer recht. Ha! Ein Scheiß hat die Polizei immer recht. Ja, dann bitte wegfahren, das ist ein Polizeiparkplatz. Nee, das stimmt nicht. Das glaube ich nicht. Doch. Nee, das stimmt nicht. Ja, bitte wegfahren oder ich muss da ein Strafgeld ausstellen. Gleich, ne? Ich meine, hier steht doch jetzt gar kein Polizeiauto. Ich meine, das kann ich hier doch auch parken. Ja, fahren die uns jetzt weg oder ich rufe Kollegen, dass sie den beschlagnahmen, der vom Audio erzählen. Warum denn? Ich weiß, warum haben sie jetzt das Recht, hier zu parken und welche nicht? Können Sie denn lesen, junger Mann?
Ne, da steht Zockerbude. Ja, und ich bin Mitglied der Zockerbude. Da steht doch Zockerbude drauf, oder nicht? Da kannst du nicht sagen, das stimmt. Daneben? Das stimmt ja auch, aber P, steht P wie Parkplatz. Also, pff. Nee, aber ich habe keine Lust, jetzt gerade auf sie zu hören. Weißt du, ich verstehe ihren Aspekt und so und alles, aber ja, ich habe jetzt gerade keine Lust dazu. Also, sie weigern sich, einer polizeilichen Anordnung Folge zu leisten. Ist das so richtig? Was ist das für eine Frage? Ja, das ist falscher Parkplatz, geil. Auf Notarztparkplatz geparkt. Ist das so richtig? Das ist ein Rohbau auf der rechten Seite. Ich tappe sie mal ab und schau mal nach. Ja. Ich gerade überfallen wollte. Ich bin aber mit meinem großen LKW noch weggekommen, der in diese Richtung geht. Immerhin das. Hallo, Herr Tempest, sofort anhalten. Raus aus dem Fahrzeug. Der spielt den Wagen. Der nimmt den Wagen weg. Raus aus dem Tempest. Herr Miller, der lass uns nicht liegen. Nun sagen Sie doch mal, lassen Sie mich doch hier durchfahren, verdammte Axt. Was? Auf jeden Fall. Nervenhart. Herr Kollege, der Typ, der Typ hier kann danach nochmal abgearbeitet werden wegen versuchten Autodiebstahl, ja? Dankeschön. Wer hat Diebstahl? Ja, nichts Diebstahl. Ich wollte einfach fahren. Was ist das denn jetzt hier? So. Fahr weg mit deinem Scheißding. Fahr weg. Arschloch. Ey. Also Pfirsiche pflücken, sie kaufen sich ein Fahrzeug, fahren zum Pfirsichfeld und pflücken sie von Bla. Und verkaufen die. So eins. Ja. So. Also komm Olaf, jetzt zahl es einfach. Hör mal auf zu diskutieren, jetzt zahl die Scheiße einfach. Ich will mich beschweren. Weil die Pappnase von ihrem Kollegen, ne, der hat mich einfach mit der Hand aus dem Wagen gezogen und hat ganz schön weh getan. Los, ich hab doch nichts falsch gemacht. Aber wenn sie nee, so ist das nicht passiert. Aber wenn sie in ein fremdes Fahrzeug einsteigen, fremd? Dann müssen wir sie auch wieder rausbekommen. Ich kenne den Tempest, den und auswendig kenne ich den. Sie losgefahren. Ja, den Tempest kennen sie, aber es ist nicht ihr Tempest. Ne? Na, deswegen ist er mir aber nicht fremd. Ich stell mal das Ticket aus, dann ist er ihn. Wie viel? Hoffentlich sind das 1000. Bitte 1000. Wenn ich wieder los bin, dann treffen wir uns. So, ein ganz kleiner Strafzettel. Witzig. Tja, ich auch nicht, das war die Pappnase da hinten, ne Visa? Dr. Kacke. Weiß ich nicht. Kommissar Kacke. Oh, auf jeden Fall. So, da kommt der Kollege, glaube ich schon. So, ich hab Captain Kacke. Das Gerät rausgezogen. Ja, sorry. Ja, danke für diese nette Beleidigung. Nett? 5000 kann sie sich aber an die Schuhe schmieren, ne? Da hab ich nicht. Haben Sie nicht. Was haben Sie denn? Ne, nichts! So. Das heißt, Essen, Trinken bekommen Sie dort dreimal am Tag. Mit Zack. Ihnen können Sie sich auch unterhalten. Das heißt, Ihnen jetzt gut gehen. Hoffentlich ficken die mich nicht in den Arsch. Doch. Da haben Sie das mir ja was eingebrockt. Ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Nur, dass ich mal eben 2 Meter mit dem Tempest gefahren bin. Ich bin sogar noch angehalten, aber das juckt die ja nicht. Nee. Sie haben versucht, ein Fahrzeug am Marktplatz zu stehen und können das Ticket nicht bezahlen. So sieht das aus. Ja, aber sie gehen ja nicht mal mit dem Preis runter. Gut. Sie können ihren Mithäftlingen ja erzählen, was sie heute so erlebt haben, ne? Ja, genau. Die interessieren sich da immer gerne für. Die interessiert sich gerne für mein Popo, aber sonst für nichts. Gut. Dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Ja. Wenn du dich also kooperativ gegenüber der Polizei gezeigt hast, dann wird sie dich schnell in Ruhe lassen. Und vielleicht kommst du ja noch einmal mit einem blauen Auge davon. Ja, ist ja gut. Weiß ich jetzt. Nachdem du alle diese Schritte befolgt hast, bist du nun bereit, dich alleine in die große, weite Welt von Altes zu begeben. Ich wünsche dir viel Glück und mach nicht so viel Blödsinn. Endlich. Dann kann ich ja mal richtig loslegen jetzt. Was ein Scheißspiel, verdammt.
Du? Ja. Willst du mein Freund sein? Warum? Na, ich suche Freunde. Und ich baue Freunde. Ja. Ja. Warum nicht? Echt, du willst echt mein Freund sein? Warum nicht? Ja, warum nicht?